Piraten überfallen uns. Oder überfallen wir sie? Hier in The Legend of Spyro, The Eternal Knights. Okay, wir sind soweit, dass wir das Schiff eingenommen haben, das Schiff genutzt haben und im Grunde die Kanone genutzt haben, um dort drüben einen kleinen Bereich aufzusprengen. Das heißt, wir kommen jetzt weiter durch den Wald und wir hoffen, dass die ganzen Affen jetzt auch endlich besiegt sind. Es kann ja echt nicht sein, dass die sich hier so rumtreiben. So wie es aussieht, brauchen wir hier nicht die Drachenzeit, sondern den Eisatem, den wir auch in einem der letzten Parts sogar gelernt haben. Ja, man kann sich jetzt streiten, war es der letzte oder vorletzte? Also so richtig eingesetzt haben wir den ja erst im letzten, aber erlernt haben wir den ja im Grunde im vorletzten. Am Ende? So. Und wir kämpfen gegen so einen weiteren, ja, Batman. Mistflieger war der jetzt, ne? Genau, die heißen jetzt sogar Mistflieger. Kann ich auch mit leben. Komm, schieß mal so ein bisschen herum. Ich komm mit leben. Es sei denn, du triffst mich, dann werde ich natürlich irgendwann sterben. So. Ja, ist so ein bisschen kacke, wenn man nicht trifft. Man sollte auch immer in Bewegung bleiben, denn falls man ja nicht trifft, ist nicht schlimm, aber man sollte doch ein bisschen defensiver agieren. So. Ja, unten ist er ziemlich leicht zu treffen. Da sieht man es mal wieder. Wenn man springt und dann drückt, dann kann man ihn gut treffen, wenn man dann in so einem Winkel steht, dass man ihn selbst in seiner Schutz- oder hinter seinem Schutzbalken noch treffen kann. So, ich wollte noch mal meine Liste finden. Wir wissen ja jetzt alle, wo, wissen wir nicht, ne, wo sich die nächste Schreibfeder befindet. An einem bestimmten Ort. Es ist noch ein bisschen weiter weg, vielleicht noch einen kleinen, kurzen Bereich, eine Etappe. Hier ist sogar noch ein weiterer Speicherpunkt. Ja, und so ansonsten, es gibt hier in dem Bereich voll viele Federn. Man muss auch wissen, dass in diesem Bereich, in diesem Gebiet, sage ich besser, nicht Bereich. Das ist ein Bereich, so ein kleiner Raum im Grunde. Und ein Gebiet, meine ich einfach so ein ganzes Level im Grunde. Im Grunde ist es ja eigentlich noch derselbe Wald. Nur das Ding ist halt, also derselbe Wald wie im letzten Gebiet. Nur ist das dann doch ein bisschen anders, keine Ahnung. Es wirkt halt doch noch ein bisschen anders, nur so ein bisschen verwunschener, ne? Ich weiß nicht, wer ihn die ganze Zeit trifft, dass er die ganze Zeit Schaden erleidet, unser guter Herr. Also Gegner können sich anscheinend auch selbst gegenseitig verletzen. Ah, den will ich haben. Den blauen Edelstein. So, würdest du jetzt bitte mal aussetzen? Dankeschön. Irgendwann ist auch gut. Feuer sollte da eigentlich auch sehr gut sein. Ich meine, das sind ja immer noch, ja, ich sag mal Grasgegner, aber vielleicht sind die aus dem Sumpf und Sumpf. Ich weiß nicht. Ich sehe immer so gepaart mit Wasser und Erde und Schlamm. Also es ist im Grunde Schlamm. Das ist natürlich auch eine eigenständige Sache, ob das dann effektiv gegen Feuer, also ob Feuer dann effektiv dagegen ist. Ich würde dann sagen eher nicht, ne? Aber hey, das ist auch nur ein Lebewesen. Also wenn man selbst in so eine Flamme rennt, ist das auch nicht so gesund. So. Jetzt nimm dir mal eine Auszeit. Bitte. Die brauchen aber auch ewig. Dankeschön. Gib mir deine Edelsteine. Ihr seid mir eigentlich vollkommen egal. Hier haben wir sowieso nichts mehr zu finden. Ich vertraue darauf, dass wir hier keine Schreibfeder, ja, verpasst haben. Oder verpassen werden. So, es geht weiter voran. Wir sind jetzt wenigstens die Affen los. Ah. Hier kommen natürlich noch weitere. Ja, ich suche jetzt natürlich nach dem. Ich will, ehrlich gesagt, echt eine schnellere Methode finden, um die Dinger zu besiegen. Um die Typen zu besiegen. Ah, die heißen Ernie und Bert. Das sind die Schlammversionen von denen. Ah, bitte! Lass dich doch treffen. Ich glaube echt nicht, dass hier was ist. Wir kommen jetzt sowieso gleich mal an ein paar größeren Jump-Run-Passagen. Was dann, ja, doch wieder für ein bisschen Abwechslung. So, oh, wir müssen schnell an. Ja, vielleicht doch nochmal so. Da drüben ist der Rote. Okay, wir hauen uns durch. Scheiße! Wir hauen uns durch, wir hauen uns rein. Direkt in die Fresse, scheiße. Pass auf, Welt! Okay, jetzt muss ich aber nicht die. Ich werde die nicht nochmal besiegen hier. Die sind ziemlich unnötig.
Ne? Einen Gegner einmal zu besiegen reicht auch vollkommen aus. Man kann jetzt ziemlich viele Passagen auch überspringen. Aber komm, wir wollen die Geistesenergie immerhin ein bisschen haben, ne? Man muss ja nicht so unvorbereitet in den letzten Bosskampf gehen. Wobei dieser eigentlich auch so... Man wird da wahrscheinlich weniger Atemtechniken verwenden. Tippe ich jetzt einfach mal darauf. Allgemein, ich weiß nicht. Man ist hier... Ich bin ja sowieso eher dieser Nahkampfspieler, ne? Liegt vielleicht einfach daran. Zack. Könnt ihr auch den Feueratem nutzen. Dann brennt sie auch ein bisschen, aber... Viel scheint das jetzt auch nicht zu bringen. Aber so durchzustarten ist immer so eine geile Sache. Vor allem müssen die sich dann immer wieder umdrehen. Wie solche Idioten. So. Jetzt sollte einer von euch mal, den Löffel abgeben oder ins Gras beißen. Danke. Ich habe immer darauf gewartet. Ich warte täglich drauf, dass du den Löffel abgibst. So, jetzt reiche ihn auch bitte weiter. Da muss der Nächste natürlich auch den Löffel abgeben. Vollkommen logisch. So, und jetzt reicht es eigentlich komplett aus. Vollidiot. Okay. Nase kratzen. Reicht alles aus. Ist interessant. Das Wasser ist schon sehr interessant. Man kann vor allem jetzt hier unter das Wasser gucken. Ich glaube, das ist sogar so gewollt, oder? Ich meine, so sehe ich doch da eindeutig irgendwie Boden oder so. Wenn man von hier aus guckt. Ach, keine Ahnung. Das ist vielleicht auch ein bisschen deplatziert. So, wir kommen in einen weiteren Bereich. Ja gut, die Ladezeit lasse ich jetzt mal drin. Mir ist aufgefallen, Ladezeiten sind ab und zu wirklich sehr lange. Also 30 Sekunden. Gut, ist jetzt nicht vergleichbar mit Enter the Dragonfly. Wobei, vielleicht sogar doch. Aber hier hat man dann noch eine längere Spielzeit dahinter. Da kommt ja nicht direkt ein Minispiel danach. So. Links ist dann natürlich jetzt... sieht nach einem Fluss aus. Da ist unsere erste Maske. Und in einem Bereich... das ist jetzt die zweite, ne? Die zweite Lebensmaske. Und in einem Bereich mit Quallen soll es auch noch irgendwo eine Feder geben. Ob das jetzt dieser Bereich ist, das wage ich zu bezweifeln. Ich guck nochmal. Grave Underground, so heißt dieses Level, also im Englischen. Und ich würde jetzt... da steht nur Jellyfish Area, ja? Aber ob das jetzt die erste oder die zweite ist, ist eine andere Sache. Ich glaube eher die zweite. Aber was ich glaube, ist natürlich jetzt, was anderes als jetzt Tatsache ist. Ich glaube, die haben den Bagger wieder eingeschaltet, oder? Bitte nicht. Wir wollen das überhaupt nicht sehen. Oder überhaupt nicht hören. Am Ende des letzten Parts war das auch wieder der Fall. Okay. So, ansonsten kommen wir hier gut durch. Und solange die Jellyfishs hier, die Quallen, nicht anfangen mit ihren Elektroschlägen um sich zu hauen. Ah, nein, wir hatten sogar noch kurz die Möglichkeit zu laufen. Schade. Okay, dann auf ein neues. Ja, das ist ein bisschen weit entfernt. Okay, auf geht's. Ja, okay, ich mach schon, Spyro. Ich mach schon. So. Ich hoffe wirklich, dass es jetzt nicht dieser Bereich ist. Also ich gehe jetzt davon aus, dass es der nächste ist. Ich gucke trotzdem noch so ein bisschen, ne? Wir können jetzt hier auf den Baumstämmen natürlich nicht stoppen. Auf den Baumstämmen. Auf den Ästen. Dafür sollten wir vielleicht mal auf einer Qualle irgendwie stoppen. Wir können auch schön durch den Ast... Nein! Immer die Schirme berühren, das wissen wir von Dory. Boing, boing, boing. Nur, dass wir hier nicht so rumspringen. Okay. Ich habe genug Kraft, um weiterzumachen. Das weiß ich. Deine Leiste ist auch voll. Okay. Schön zu wissen. Wir wollen natürlich auch so ein paar Soundfiles von Spyro durchgehen. Wir wollen wissen, was er denn noch alles für Nebengespräche führt. Mit Sparks natürlich. Ich weiß nicht, wem sagt er das denn hier? Ich habe genug Kraft, um weiterzumachen. Ist im Grunde so ein Selbstgespräch, ne? Tja, wie wär's mal mit einem Termin beim Psychiater? Das würde dir vielleicht sogar weiterhelfen, was weiß ich. Ich sehe das leider nie so oft, wie weit sich die Leiste jetzt erweitert. Aber es dürfte eigentlich schon der Fall sein. Weil ich in dem Moment eigentlich immer beschäftigt bin, auf Spyro zu gucken und...
Ich wäre jetzt eigentlich schon gewillt, da runterzuspringen. Andererseits gibt es da keinen Weg hoch. Von daher, komm, wir gehen mal weiter. Hoffen wir mal nicht, dass jetzt im Baumstumpf... Da war meiner Meinung nach überhaupt kein Safe Point. Das Dümmste ist halt wirklich, wenn man so einen Safe Point erwischt. Und dann muss man zwingend dieses Spiel... Ja, nochmal neu spielen. Das wäre das Dümmste. Jetzt haben wir nochmal ein paar von den Viechern. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach dem heiligen Baum. Der heilige Baum erschienen im Traum. So. Naja, aber so ansonsten haben die hier auch alle wenig mitzureden. So wie eigentlich eh und je. Jetzt geht mir so langsam der Gesprächsstoff aus. Tut mir leid. Ja. Jetzt können wir halt nur so Sachen sagen wie, jetzt hauen wir drauf, jetzt rennen wir dran vorbei oder jetzt suchen wir mal eine Feder. Okay, die hat mich eigentlich getroffen, ne? Teilweise habe ich echt das Gefühl, die Kollision oder ich bewege mich hier viel zu schnell für das Spiel, als dass es irgendwie ansieht, dass ich in einer Kollision drin bin. Nein. Scheiße. Abhauen, 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 abhauen. Ich will da raus! Meine Fresse! Scheiße. Ja, man kann in solchen Edelsteinen natürlich auch feststecken. So. Ah, die holen jetzt nochmal 20 Stück her. Natürlich, das muss sein. Das ist ihr Zuhause, das ist ihr Clan. Die machen hier Clash of Baumstumpf Clans. Irgendwie sowas. Erinnert mich auch so ein bisschen daran. Ich weiß nicht, ich habe Clash of Clans nie gespielt. Nur ich, immer wenn ich diesen Titel höre, dann denke ich immer an so einem, ja keine Ahnung, an so einem Wikinger, der irgendwie so blond ist und irgendwie so hatte, scheiße, jetzt noch so mit blauen Augen, ja, so schön Aria-mäßig, hm? Okay. Nee, nicht unbedingt so, aber dieser Typ, dieser, der da halt auch immer als Beispiel vorgeführt wird, als, ja nicht Hauptperson, aber ich weiß halt nicht, was das ist. Es ist wahrscheinlich einfach nur so eine Art Kämpfer, es ist ein Mobile-Game, ne? Da wird es wahrscheinlich nicht um Story gehen. Das ist mehr so ein, ja, erstelle dein Dorf und kämpfe gegen andere. Sowas war das, glaube ich. Ah. Ja, ich bin sowieso eher weniger handyfixiert. Handyfixiert oder handyfixiert, ja. Kann man sie jetzt aussuchen? Demnach spiele ich da eigentlich auch relativ wenig Spiele. Auch Online-Spiele, da spiele ich eigentlich voll wenig. Was heißt hier voll wenig, ne? Also Online-Spiele, ich spiele halt eher Konsolenspiele. Das muss man jetzt an der Stelle eher so formulieren. Super Mario Maker ist zum Beispiel ein Online-Spiel, ja. Aber es ist jetzt auch kein PC-Spiel. Das muss man auch so sehen. Das ergibt auch irgendwo Sinn. So, kann jetzt einer von euch bitte aussetzen? Ich habe keinen Bock mehr auf euch. Einer hilft ja wenigstens schon, ne? Dankeschön. Oh, jetzt ist endlich mal Schicht im Schacht. Das waren jetzt 10 Stück oder so. Ein bisschen zu viel. Hier ist nichts mehr. Gut, dann geht's jetzt in die zweite Ebene. Hoffentlich ohne Speicherpunkt. Ja gut, ohne Speicherpunkt. Ja, nochmal hier Jellyfish Sect... Section, ja, Section. Dann sind wir jetzt in der Jellyfish Area, also in der, wo jetzt auch die Feder sein sollte. Scheiße, okay, der fährt auf und ab. Und nach dieser Section gibt's dann noch einen kleinen Bereich, wo wir nochmal einen Baum umschmeißen können. Okay. Das heißt, es gibt hier so in der Nähe eigentlich zwei Federn. Schon mal. Da ist die erste, okay. Ich wusste, dass sie hier ist. Okay, hier kann man definitiv die Drachenzeit nutzen, um zu überleben. Da Spyro auch hier wieder schneller ist als die Zeit an sich. Oh, scheiße. Jetzt bewegen die sich natürlich ein bisschen zu schnell. Die Quallen. Ich muss mir an der Nase kratzen, was natürlich auch sehr nervig ist. Ist ja nicht so, als hätte ich hier eine Allergie gegen... Keine Ahnung, Quallen. Könnte ja durchaus sein. Eine Quallenallergie. Ach du Schande, da müssen wir uns alle Sorgen machen. So, dann fahren wir jetzt gleich nach rechts. Warten, bis das Ding hier runterfährt. Bis Windows runterfährt. Hier genau dasselbe Spielchen.
ganzen Geräusche im Hintergrund. Alter, die sind ja gruselig. Nein! Jetzt hat er den Doppelsprung schon zu früh gemacht. Aber er bleibt drauf, okay. Vielleicht müssen wir hier nochmal springen. Ja, sieht so aus. Okay, die hätten wir. Wie Spyro in der Luft noch so von der Qualle mitgenommen wird. Ist interessant. Es gibt ja auch für die PS1 so ein Spiel, das heißt Croc. Und da ist das echt extrem mit den Plattformen. Dass man nachgezogen wird. Weil wenn man sich auch nur über einer Plattform drüber befindet, wird man von dieser weggezogen. Das heißt, man muss nicht auf der Plattform drauf sein, um weggezogen zu werden. Es reicht schon aus, wenn man einfach über der Plattform ist. Ja. Ist vielleicht auch programmiertechnisch ein bisschen, ja, ich glaube mal schlecht gelöst. Ah, jetzt wird gespeichert. Okay. Wir dürfen auch bald das Ende des Gebietes erreicht haben. Und dann ist auch Schluss für diese Session. Weil mehr habe ich nicht eingeplant. Und das sind auch wieder sau wenig Parts, habe ich das Gefühl. Weißt du, man denkt so, oh, das sind ja, das müssen ja Milliarden Parts sein. Weil ich das Spiel vor allem auch länger in Erinnerung habe. Aber aktuell ist das halt... Rüber. Scheiße. Erwischt. Ja, die comboen mich jetzt. Zu Tode. Zu Tode. So. Aber das ist natürlich auch ein sehr breitflächiger... 4 Stück! Ja, aber mehr hattet ihr nicht im Angebot, oder wie? Der hat mich nur erwischt. Schön. Ich mag Keulen. Vor allem in meiner Fresse. Gegenseitig machen die sich nicht kalt, ne? Also wenn jetzt... so ein Wildschwein voll auf diesen Gasunta ja, eindrescht. Dann wird das wenig zu sagen haben. Sehr schön. Direkt mal wieder 2 down. Direkt den dritten. Und der nächste prallt an der Kollision des anderen ab. Kann ja auch mal passieren. Man sollte immer versuchen, einen Gegner dazwischen zu haben. Dass sie sich gegenseitig ausbremsen. Ah! Hinterrücks, du bist gemein. Schon sehr gemein. Ah, wobei, da kommt noch eine kleine... Klar, uns fehlen noch so viele Federn in diesem Gebiet. Da kommt natürlich noch ein bisschen was. Ah, wir sind noch lange nicht am Ende. Da ist der Baum. Das sieht man. Die unterscheiden sich dann doch. Ey, okay, das ist einfach nur der vom Eingang. Dann kommt der doch ein bisschen später. Boah, jetzt sind wir aber im Dunkeln. Au, au, au. 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 Ich bin keine Piñata. Achso, ich bin tot. Das bin ich, okay. Haben einfach mal so ein bisschen draufgedrescht, ja. Ah, ich werde hier hingesetzt, das ist gut. Ey, nichts mit Eisbällen werfen. Die Dinger sind ungesund. Die kann man nicht mal eben beim Lidl um die Ecke kaufen, ja. Die hast du schon gedealt, da bin ich mir ziemlich sicher. So. Und der erwischt mich in der Luft. Der nächste erwischt mich, der erwischt mich jetzt auch. Natürlich! Ah, ein perfektes Dream Team. Ah, die lassen mir auch gar keine Chance hier. Okay, jetzt aber. Jetzt ein bisschen auch taktieren, ne? Die Viecher auseinanderhalten. Vielleicht auch erstmal auf den ersten gehen, damit der andere nicht schon mal. Damit der erste schon mal weg ist. Dann können sie halt nicht mehr comboen. Ah, das war auch wieder dumm. Weil der andere kommt jetzt, der wird angreifen. Jetzt sind sie relativ nah beieinander. Aber der erste ist schon mal weg. Um die Viecher da unten mache ich mir wenig Sorgen, denn solange ich in der Luft bin, machen die auch wenig. Da können die mich nicht erwischen. Das Geheul ist ja nett. Das Nervigste ist halt, wenn Spyro erwischt wird und er macht diese ewig lange Attacke. Das war so klar. Ich habe es zwar jetzt nicht gehört, weil der andere gejault hat, aber... Komm, jetzt einmal draufhauen. Weg mit dir. Ja. Also wenn Spyro erwischt wird, dann landet der erstmal 10 Kilometer weiter hinten. Hier ist doch noch irgendwo ein Baum. Ey, ey, ich bin nur in der Luft, ja? Alter, ich bin in der Luft. Also nicht in der Luft, aber... Lass mir doch eine Chance, okay? Auch die brauchen nur 2 Schläge. Nur 2 vollkommen Schläge. 2 vollkommene Schläge, damit sie down sind. Also 2 vollkommene Combos. Der hat natürlich jetzt wieder mehr. Oder man hebt sie in die Luft und
schaut dann, was man mit denen macht. Man kriegt auch richtig viel Geistesenergie daraus. Das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Gut, Leute, wir wollen jetzt nur noch einmal an die kurze Feder kommen. An die kurze Feder. Hier ist doch Baum. Zerstörbarer Baum, den können wir runterholen. Ja, okay, das sieht aber nicht so aus, als wäre das tief genug, damit man es... Doch. Okay, dann haben wir unsere nächste Feder. Aber dann würde ich sagen, dass wir im nächsten Part ja weiter in den Wald durchgehen. Das war echt ewig lang, ne? Okay. Und in dem Part hatten wir noch gar keine richtigen Zwischensequenzen, ne? Ist mir so aufgefallen. Da werden wir aber im nächsten Part bestimmt weitere erleben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.